IV Straßensound. Ich habe jetzt vor kurzem Savas kennengelernt. Das erste Mal, das war einer der wenigen. Ich habe jeden Menschen in Deutschland kennengelernt, außer Savas. Und er ist ein überkrasser Typ. Ich war positiv sehr überrascht, weil ich hatte ja in meiner Karriere immer nur mit Menschen zu tun, die mit Savas irgendwie Probleme hatten. Und habe dementsprechend natürlich auch immer nur Negatives gehört. Dann habe ich, als ich Savas kennengelernt habe, einer der bescheidensten und bodenständigsten Rapper kennengelernt, die ich in meiner ganzen Karriere kennengelernt habe. Und krass, deswegen schöne Grüße an Savas und auch an seinen Bruder. Wird man was von dir und Savas hören? Ist da irgendwas geplant in Zukunft? Savas ist einer der krassesten, wenn nicht der krasseste Rapper in Deutschland. Natürlich wäre es mir eine Ehre, mich mit ihm auf einem Song zu hören. Aber es ist noch nichts geplant. Wir kennen uns, wir haben uns bis jetzt gerade mal ein, zwei Mal gesehen. Wir schauen, was in der Zukunft passiert. Ich würde mich freuen, wenn ich Savas so mal wiedersehe, wie wir was essen gehen in Berlin. Bestimmt durch Alpa und so, man sieht sich bestimmt musikalisch. Das ist eine Sache, die kommt dann mit der Zeit vielleicht zustande. Aber das ist nicht irgendwas, was ich jetzt da irgendwie großartig, zielstrebig betrachte. Wenn, muss sowas zustande kommen, weißt du? Daraufhin kam zu einem Gespräch zwischen mir und Schwester Eva. Und derjenige fühlte sich dann gezwungen, auf mich zu schießen. Er dachte, das wäre sein einziger Ausweg. Aus welchem Grund warst du damals im Knast? Schwerer Raub.